Freunde, ich bin Lee Funk, euer Kung Fu Commander. Ich online niemals aufgeben, niemals kapitulieren. Euer Crazy Cobra ist hier. Und Thema: militante Veganere. Ja, dann letztes Mal, wo wir durch den Wald gelaufen sind, mein Statement gäbe: Positives und Negatives. Ja. Ich möchte heute nur mal was Positives loswerden. Aber die Medaille hat ja zwei Seiten: der Wahrheit. Und das Thema hat zwei Seiten. Also was in der militante Veganerin bewundere, ist, die ist mutig, die steht für das ein, was sie glaubt. Ja? Und auch wenn viele Leute dann das anders sehen, oder die geht trotzdem auf die Straße und möchte ihr Sache und versucht Überzeugungsarbeit zu machen, für das einzustehen, was richtig ist oder was sie für richtig hält. Und das finde ich sehr nice, finde ich sehr super, dass man Leute haben, die für Überzeugung kämpfen. Den Mut, die Disziplin bewundere ich auch. Ja. Also wie schon gesagt, ich bin jetzt selber kein Veganer, aber ich bewundere, was ich an Vegansein bewundere, ist halt, ist auch Ernährung, wo mit Disziplin verbunden ist. Ja. Und man könnte sich eigentlich wünschen, dass es dort mehr Veganer gäbe. Es kann jetzt halt auch nicht jeder vegan leben. Ja? Aber wie schon gesagt, ich bewundere die Leute, weil das auch die Ernährungsform auch mit sehr viel mit Disziplin verbunden ist. Ja? Was ich bei der Frau bewundere, ist halt, dass sie doch auch diszipliniert kämpft, überzeugt ist, ja? Auch die Tiere Stimme gibt. Ja? Die selber keine Stimme so in der Richtung hin. Ja? Und die Massentierhaltung ist schrecklich. Ich würde mir auch wünschen, die es nicht gäbe. Ja. Weil die Tierhaltung ist doch schrecklich. Wir haben mich da jetzt auch die letzten Tage erkundigt. Die Tierschlachtung ist dann auch sehr widerlich, wie sie es in der Massentierhaltung machen. Und ich persönlich kaufe halt mein Fleisch immer vom Dorfschlachter in der Alp. Und da weiß ich, die Tiere sind super kalt geworden und auch die Tiertötung war human. Die nehmen einen Bolzer, das ist ein Bolzerschuss, sagt man das ist ein paar Sekunden schon erledigt, denen ich gar keine Schmerzen. Ja, da sterben ältere Leute im Altersheim schrecklicher. Die wurden nicht erlöst durch den Bolzer. Ja, aber wie schon gesagt, ich bewundere die Haltung von der Frau. Ja. Und ich fand es auch ein bisschen blöd, wie man geht drauf auf die. Ich gucke mal, dass ich gut drauf bin, so ist gut. Ja, also was ich blöd gefunden habe, wie respektlos viele auf die Frau losgegangen sind. Wie jetzt der Typ mit der Foto machen will, hat er Beef hier auspackt. Finde ich respektlos, ja, weil. Das möchte man nicht zu der Frau. Man weiß, dass die das anwidert, der Beefy. So ein Snack und alles respektlos. Man weiß ja, für was der Eis steht und sich dann auf die Art sich über das lustig zu machen, das fand ich schon unter aller Kanone, finde ich auch nicht lustig, sondern einfach nur respektlos zu der Frau und zu der Sache. Oder der alte Mann, der dann so da hat, als der hätte keinen und sie hat dann mitgefühlt geht und hockt sie sich erstmal nah und dann hat er sie ja ausgelacht. Also da frage ich mich, er fand ich auch respektlos und es muss auch nicht sein. Man kann eine andere Meinung haben. In der Tat, aber man muss, aber Leute, alle Verspotter, die mit ihrer Überzeugung auf die Straße gegangen sind, ich meine, das ist wichtig. Ich war früher auch mal Aktivist. Was haben was gegen, ja, haben viel Positives bewegen wollen, aber politisch aktiv bin ich gar nicht mehr. Nur das Einzige, was ich politisch noch aktiv bin, und das war ich früher und heute noch, gegen Rassismus zu sein. Das habe ich immer gemacht und war ja immer beibehalten. Was ich an der militanten Veganer jetzt so ein bisschen zu militant finde und militant ist vielleicht das Fanatische. Und ich glaube, die täten mir gar nicht schwätzen, weil ich für ihr kein würdiger Gesprächspartner bin, den ich jetzt vermute. Aber muss doch jedem sein,
Das zu extrem gefällt mir gar nicht. Extrem ist nie gut. Vegan ist eine gute Geschichte und so weiter. Vegetarisch auch eine gute Geschichte. Wenn ein Vegetarier vom Bauer seine Eier holt, vom Bauer seine Milch holt, das ist doch in Ordnung. Wenn er es nicht von der Massentierhaltung holt. Von der, warum ist vegetarisch eine schlechte Ernährung? Das kommt mir in den Kopf. Ja. Oder andere Leute sagen, okay, ich brauche mein Fleisch, beziehe mein Fleisch vom Bauer, vom Dorfschlachter. Oder esse auch viel weniger Fleisch. Hab dann viel vegan oder vegetarisch Gerichte drin, aber abends bricht ich schon mal Fleisch. Dann ist doch das auch in Ordnung. Das muss doch verschiedene Wege geben. Aber wie schon gesagt, das Positive an der Frau ist, sie ist überzeugt, sie will was vermitteln, sie will was verändern in der Gesellschaft, was schief läuft. Und sie geht immer mutig auf die Straße. Das ist auch immer, ich weiß, wie das ist selber, aus eigener Erfahrung, das ist auch nicht so leicht. Ja. Wenn du einer von den wenigsten bist, die Sache auch anders sieht und du kriegst auch viel Gegenwind und Hass und so weiter ab und bist trotzdem überzeugt in deiner Geschichte und gehst trotzdem weiter auf die Straße, ist ein hartes Stück und das möchte sie und deswegen hat sie meinen Respekt verdient. Ist auch eine schöne Frau, muss ich sagen, nettes Gesicht, hat eine nette Figur, hat für meinen Geschmack, ja, auch wenn sie da ein bisschen harte Wangenknochen hat, aber ist so schon, entstellt sie jetzt nicht, ist schon eine sehr schöne Frau, ja, aber sie müsste das einzige, was sie machen müsste, ist halt diplomatisch und war auf die Leute eingegangen, weil jeden zu beschimpfen, der nicht vegan ist, bringt die Sache nicht weiter. Ja. Und ja, es ist. Ja, wie schon gesagt, also jetzt habe ich noch ein paar Clips über das Thema angeguckt, weil es mich halt interessiert hat, auch über die Frau. Ja. Und haben eigentlich viele jetzt über die Frau geschimpft, wo ich dann gesagt habe, ja, so ist ja auch nicht. Ja, die Wahrheit liegt oft in der Mitte. Und da habe ich gesagt, jetzt muss auch was Positives einschmeißen in die ganze Runde. Und das tue ich jetzt auch. Aber was ich an der Frau positiv finde, ist ihr Mut, ihr Disziplin, dass sie demokratisch was verändern will und dass sie da auf die Straße geht, ist vielleicht alles ein bisschen zu extrem, aber heute kann ja jeder seine Meinung haben in der Demokratie, ist in Ordnung. Auf jeden Fall gibt es einige gut negative Punkte, die ich schon erwähnt habe, auch viele, viele positive Punkte, die ich jetzt erwähnt habe. Und ich finde auch, jeder soll in der Demokratie seine Meinung sagen, ohne Repressalien und ich finde, Aktivisten, das ist das, was ja unsere Gesellschaft verbessert. Und ja, also ich hätte mir auch wünschen, die Massentierhaltung dazu machen, weil dass die Tierquälerei ein Ende hat. Ja. Ihr, euer Lifunk, ich wünsche euch was.